Folge Nummer, ich glaube, es ist die 28, weiß ich aber gar nicht auswendig, aber ist nicht schlimm. Wir begrüßen euch ganz recht herzlich, oder ich begrüße euch ganz recht herzlich. Ja, und dann eine Woche gewartet und Chaos, das schreibt mir der Thomas. Ja, genau so ist es. Ja, es ist wirklich wie ein Chaos. Jetzt müssen wir da mal langsam angehen, dass wir das mal irgendwo ein bisschen in den Griff kriegen, was er da schreibt. Ja, dann wollen wir mal schauen. Dieses Schiff wollten wir eigentlich umbauen. Ich habe letzte Folge auf den Umbau umsonst gemacht irgendwie. Bei dem anderen zweiten Schiff war das nur so ein halber Umbau. Alle Schiffe sind irgendwie mit zu wenig Frachtraum. Ich schicke sie nicht richtig los. Nach 3 Sekunden kam schon die Meldung. Ups, da war irgendein Viech. Jetzt habe ich gerade Krach gemacht. Entschuldigung. Ja, jetzt muss ich mal gucken, was wir da hinkriegen oder nicht hinkriegen. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Wir müssen erstmal gucken, dass wir das Schiff finden, welches einen zu kleinen Frachtraum hat, weil das voll ist. Das ist jetzt der Miner 3. So wie es aussieht, baut der ja ab, weil da grün ist, oder? Ah, wenn ich Doppelklick mache, wird die Karte zentriert. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dann wird... So, jetzt schaffen wir es. Ein Schiff in Sektorwechsel mache ich jetzt erstmal. Damit ich jetzt gucken kann, ob das voll ist oder nicht und ob das das richtige Schiff ist. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, aber ich glaube, der Miner 3 war der umgebaute, oder? Ich glaube nicht, aber wir können ja mal reingucken, oder? Ne, I war falsch, das müssen wir so machen. Was kann er denn erstmal? Er hat schon mal ein Bergbausystem, das ist schon mal gut. Ein Generator-Upgrade gibt es und es gibt noch 2 Stationen mehr. Das sind aber Handelssysteme und ein C-43-Detektor. Das sind Sachen, die der jetzt nicht unbedingt braucht. Jetzt gucken wir nach den Waffen noch. Eisenbergbau-Geschützturm, Eisenbergbau-Geschützturm. Also, das ist jetzt ein Schiff, was nicht mit einem Airlaser ausgerüstet ist. Jetzt ist die Frage, ob wir ein Schiff mit Airlaser hätten. Beziehungsweise haben wir jetzt auch wieder voll falsch gemacht, ne? Wir hätten ja dem mal jetzt erstmal den Befehl geben können. Der soll erstmal abbauen dann, ne? Es kommt keine Meldung und er bewegt sich nicht hierhin, sondern wir bewegen uns mal besser weg, weil der da so schick abbaut. Also der kann noch. Der hat noch genug Möglichkeiten. Der hat auch ein Bergbausystem, das heißt, der kann den Kern auch erkennen. Gut, dann ist hier schon mal erstmal geklärt. Keine Airlaser, oder doch, wir haben Airlaser da, aber... Also... Ich kann jetzt leider nicht sehen, was wir haben. Schade. Dann gehen wir erstmal in die Karte. Die Lady ist jetzt das. Die Lady... Haben wir die angepackt? Ich glaube, die haben wir angepackt, oder? Die macht noch irgendwie einen Sprung nach 454, 154. Nee, da ist sie. Oder ich habe das gerade eingegeben. Kann auch sein. Ich muss das noch lernen mit dem Ding. Schiff in Sektorwechsel machen wir erstmal. Der Laser ist noch am Arbeiten, obwohl schon Ladebildschirm da ist. Krass, oder? Zum Glück ist es weg. So, das war die Karte. Und jetzt sind wir in der Lady. Die Lady hatten wir aufgerüstet mit... Dingens, sag schon, Energie. Und die hat R-Laser gekriegt. Das heißt, die braucht noch definitiv Laderaum. Das war das Schiff, was wir zuerst angepackt hatten, wo wir alles falsch gemacht haben, ne? Gut, die hat auch, nee, die hat kein Bergbausystem. Okay, das war noch ausgeschlossen, also schlecht. Aber die braucht noch einen Laderaum. Müssen wir nur gucken, wo wir den hinbasteln. Naja, da geht ja auf jeden Fall was.
Wo basteln wir denn jetzt hier was dran? Ne? Gute Frage, ne? Oh, jetzt haben wir hier Dingens B. Ach so, das ist interessant, okay. Ich wollte das aber kleiner ziehen. Geht das auch? Ach, sag nicht, das ist schon das Kleinste. Nee, da ist jetzt klein. So, jetzt würde ich mal überlegen, dass wir das hier irgendwo dran flanschen wollen. Ne, ich mache das schon hier dran. Da ein Gerüst und da ein Gerüst. Ja, schade, wir hätten das mal gerade mit der Spiegelachse machen sollen, ne? So, jetzt haben wir die Spiegelachse. Und da basteln wir jetzt Frachtraum dran. Und zwar ordentlich. So, das Ganze sollte höher werden. Das Ganze sollte. Dicker werden und das Ganze sollte länger werden. Oder doch da. Zack. Wie viel haben wir denn jetzt dazu gekriegt? Frachtraum 91,7. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Dann Steuerung C, Steuerung V. Passt, Gerüst passt auch. Machen wir noch eine Spiegelachse da rein. Ne, die war die falsche, die wollte ich haben. Und zack. Und den kopieren wir auch nochmal. Steuerung C, Steuerung V. Und die Spiegelachse kann weg. Und dann kommt die da dran eigentlich. Jetzt kriegen wir das wieder nicht hin, weil, ne? Wenn ich das da drunter zappel, ne? Auch dann geht das, glaube ich. Wenn ich den so dran mache, geht das. So, jetzt hat er so richtig schöne, geile zwei Taschen dazu gekriegt, die natürlich schrecklich aussehen. Ja, Bausteine müsste man jetzt machen. Und zwar Titan. Größe anzeigen. Ne, Größe will ich gar nicht. Ich will Formen, andere Formen haben. Keine Ahnung, wo das ist. Fensterlose Hülle. Alle des aktuellen Typs markieren? Ne, will ich nicht. Früher gab es mal auch so Dreiecke und sowas, ne? Fensterlose Hülle, Titan. Ach, da sind sie. Panzerung. Nehmen wir doch Panzerung. Ist doch viel cooler, oder? Jetzt müssen wir nur gucken. Oh, wow. Die müssen wir jetzt noch passend drehen dann, ne? Machen wir das weg hier. Und das auch weg. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das gedreht kriegen. So und dann. So ist es schon ganz cool. Das wäre schon ganz richtig so, ne, oder?
sieht so ein bisschen doof aus, so, oder? Nee, das ist eine falsche Spitze, würde ich sagen. Ist das die bessere Ecke? Nee, ne, oder? Die gefällt mir auch nicht. Warte mal, das ist, glaube ich, die richtige Ecke. Warte, mach das mal zu. Und wir müssen nur so rotieren, ne? Oder? Schon passend. So ist die Spitze, da kann es ja nur so richtig sein, ne? Ist der linke jetzt genauso wie dieser oder ist der gespiegelt? Ist wohl gespiegelt. Sieht nur so aus, dass der nicht gespiegelt wäre, ne? So, den muss ich jetzt aber noch mal rollen. So möchte ich den jetzt haben. Oder? Geht das so? Geht so, oder? Jetzt wollen wir den nochmal rollen. Genau so. Und jetzt rollen wir den nochmal. So. Nee, der letzte Schritt, der war es nicht. Geht das Steuerung Z? Geht wohl. Steuerung Z. Ah, jetzt hat er es weggemacht, alles klar. Ah, jetzt hat er mir den Blickwinkel so ein bisschen irritierend weggemacht. So. Also der ist schon. Nee, oder? Nee, mach nochmal weg. Der gefällt mir noch nicht. So, den möchte ich jetzt noch mal drehen. So. Ja. Und den möchte ich auch noch mal drehen. Nee, so ist doof. Kann ich den denn jetzt drehen? Dass die Spitze oben nach unten ist. Ach, geht auch so, oder? Geht. Ja, so können wir es auch lassen. So sieht das doch einigermaßen aus, oder? Gut, die Panzerung ist ein bisschen besser jetzt sozusagen. Naja, aber so richtig schön ist es auch nicht. Aber was sagt er hier oben jetzt erstmal? Keine Konstruktionsmarke. Das Schiff ist schwach verglichen mit anderen Schiffen. Ja, das wissen wir schon. Haben wir denn noch was? Das sind alles Dreifach Maschinengeschützturm. Ist nur die Frage. Ob das geht, da hinten ist das, wo ich es draufsetzen wollte. Geht nur einer. Dann mach den nochmal weg. Und mach den, weil das sind zwei. So, jetzt fehlen noch Besatzungsmitglieder. Also schick ist was anderes, wie wir gerade sehen, ne? Aber so schlecht sieht es gar nicht aus. Und es hat Raum gekriegt. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Uns fehlt auf jeden Fall das Dingens hier noch. Das ist auch klar. Nötige Kanoniere sind vier. Haben wir noch Personal? Nein. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo erstmal hinfliegen, wo es Personal gibt. Natürlich gibt es hier gar nichts. Das heißt, Karte. Da gibt es ein Wurmloch, ja. Und dann fliegen wir da mal hin, oder? Zack. Und hoffen, dass wir da was finden, was wir brauchen.
So, der Thomas war da. Befehlsketten, wenn grün wird, der Punkt gemacht. Ja, okay, das mit Befehlsketten ist mir klar, das muss ich dann noch machen. War jetzt nicht so ideal, was wir da fabriziert haben. Das ist jetzt mal nicht so ganz so weit weg, da können wir mal gerade hinfliegen. Der Akku schon leer, super. Ja, dann ist das halt so. Was ist denn das hier jetzt hier gerade? Solarkraftwerk. Crew gibt es aber immer überall, ne? Müssen wir da irgendwo andocken und dann mal gerade vier Leute kaufen. Nur noch 2 Jahre arbeiten, dann bekomme ich mein freies Wochenende. Ist ja genial. So, wo ist das nächste Dock? Ja, da oben. Das ist ja der Hammer. Und den Traktorstall benutzt und F. Crew erneuern. Kanoniere gibt es hier tatsächlich sogar. Viere brauchen wir. Zack, haben wir eingekauft. Und eingestellt sind die schon so. Was gibt es denn hier in der Gegend? Ressourcendepot, sonst nichts. Okay, wenn ich jetzt hier mal aussteige, ne? Dann kann ich den damit jetzt sagen, der soll abbauen. Die Lady. Okay, dann schön drin mehr. Das bedeutet, ab auf die Karte. Und der, warte mal, bevor wir das wieder falsch machen, ne? Was ist jetzt hier los? Das sind eher Bergbaugläser, das ist schon mal gut. Uns fehlt hier aber noch das Bergbausystem, das ist also schlecht. Hier in diesem System gibt es aber keinen Bergbau, also können wir nichts kaufen, sagen wir es so. Das bedeutet, wir gehen nochmal auf die Map und reisen kurz dahin. Dann kann er da erstmal weiter abbauen, oder? Kann er das oder kann er es nicht? Wir haben wieder nicht geguckt, wie viel in unserem Schiff Platz noch ist. Ladung, Fracht. Vorrat 160. Und wir haben, wo ist jetzt Frachtraum? Da 180,9. Heißt das noch 20 geht dazu oder? Keine Ahnung, ne? Wieder mal doof gelaufen. Raus. Und F, Befehle, Erze raffinieren. So, das macht das Ding jetzt alleine, ne? Wenn das erledigt ist, kommt er in den anderen rein. Und ich kann ja auch gut fliegen, ne? Okay, da ist die Raffinerie und er macht das schon. So. Jetzt gehen wir erstmal auf die Karte. Das war die Lady. Der Miner macht gar nichts mehr, ne? So, wenn ich jetzt da abbauen sage, sagt er mir bestimmt, es gibt nichts zum Abbauen, oder? Genau. Jetzt müssen wir nur gucken. Der soll jetzt mal dahin fliegen. Und da kann er doch abbauen, ne? Oder? Warte mal, da müssen wir wieder den Miner 1 auswählen. Da gibt es auch keine Asteroiden mehr. Da gibt es einen Schrottplatz. Da gibt es auch noch einen Weg hin. Alimente, da ist aber auch nichts zum Einkaufen. Das war jetzt so mein Gedanke, ne?
Wie, der kann da hinspringen, weil da das Tor hingeht. Okay, und das wird so nicht mit Planeten angezeigt, aber wir sehen das jetzt so. Das ist ja cool, oder? Das ist irgendwie ein Update gewesen, dass das kommt. Kann das sein? Gut, meine 1 ist erstmal wieder klar. So, was war mit ihm hier? Ausrüstungsdock. Wichtig. Das heißt, Schiff in Sektor wechseln. Und wir gucken im Ausrüstungsdock, ob es da einen Air-Laser gibt. Meine 1 ist jetzt rübergeflogen. Aber wir machen jetzt hier erstmal gerade Ausrüstungsdock. Da ist es. Gucken gerade rein. Da gibt es auf jeden Fall einen Air-Laser. Zack, hin da. Und Handelssystem habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Vielleicht gibt es das da auch noch. Auf jeden Fall die Air-Laser kaufen. Wird schon werden, ne? Langsam kommen wir dahinter, Thomas. Auch wenn ich ziemlich langsam bin, aber das ist bestimmt meinem Alter geschuldet, ne? Und jetzt ist schon wieder der Akku leer, das ist schon mal schlecht und wir haben nur 17 Kilometer dahin, ey. Ich vergesse bestimmt mehr, als ich lerne. Nein, ich lerne eigentlich noch, aber ich denke nicht daran, was du alles geschrieben hast, weil du so viel schreibst. Wir müssten, glaube ich, Stückchen für Stückchen kleinere Portionen für mich haben, dass wir das machen. Akku lädt sich jetzt gerade auch nicht auf. Warte mal, jetzt kann ich mal gerade hier gucken. Wie sieht denn unser Frachtraum aus? Erze, Titanerz, alles voll. Und hier haben wir erst, alles erst. Das ist schon mal kein schlechtes Schiff sozusagen. Warte mal, Dingens ist aber nicht eingebaut, ne? Oder? Bergbausystem. Doch, hat er auch schon. Der ist vollkommen fertig. Der muss nur noch an Größe gewinnen, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Wo müssen wir denn docken? Können wir das mal andocken? Das muss ja von Hand anfliegen. Bis auf diesen letzten Moment, du glaubst es nicht. Ausrüstung. Airlaser kaufen. Oh, da oben gibt es auch noch was. Jetzt kaufen. Da ist auch noch ein Airlaser. Kaufe ich auch, egal warum. Alle Airs sind weg, oder? So, wollen wir hoffen. Hightech-Handelssystem. Wie viel geht das mehr? 23%. Braucht auch verdammt viel Energie, ne? Innen ist es viel größer, außen. Piraten greifen den Sektor an. Hightech-Handelssystem. Preise von Güterpreisabweichung. Handelsrouten erkennen? Ja. Wirtschaftsübersicht? Lokal? Nein. Handelsroute und Sektoren 2. Ich glaube, das kaufe ich mir einfach aus dem Grunde, weil ich es cool finde. Das war ja jetzt schon das Meer, was wir haben. Schutzkontrolle, Schutzkontrolle, da konnte man Hyperraum, Hyperraum. Aber hier gibt es leider kein Bergbausystem mehr. Das hatten wir schon. Achso, Karten hat der Thomas auch gesagt, sollte man mal ruhig kaufen, ne? DWG Nordostquadrant. Tornetzwerk, ja. Zusatzsektoren, Sektorstationen, nein. Das hier ist Nordost. Zusätzliche Sektoren gibt es da auch noch als Blipse dann oder was? Und das Fraktionsquadrant. Ich glaube, das machen wir mal, oder? Obwohl, das ist schon viel Geld dann, ne? Ich weiß nicht. Uff. Wir machen mal nur die 100.000. Gegenstände Verkauf und Zurückkauf verkauft. Ach, da gibt es sogar noch eine Fraktionsgebietskarte. Kaum zu glauben. Ach so, das wäre nur, das ist nur ein Bereich und das war die komplette. Wow.
Okay, haben wir. Jetzt können wir mal gerade M anklicken. Also hier haben wir jetzt, glaube, alles raus, ne? Und dann sehen wir jetzt. Keine Ahnung, was wir mehr sehen, aber ich glaube, dieser Bereich ist mehr geworden, ne? Könnte sein, muss aber nicht. Wer weiß. Hier sind vielleicht ein paar Tore zugekommen, aber das meiste hat man schon vorher. Nee, ich glaube, wir waren nur bis hier. Okay, gut, dann haben wir das erst. Da gibt es Asteroiden. Hier gab es doch irgendwo noch so ein Ding, ne? Ausrüstungsdock. So, wir müssten jetzt mit dem, könnten wir jetzt dahin fliegen dann, oder was? So, warte mal, wir haben das gemacht. Jetzt müssen wir mal aussteigen. Ja, ich will auch nicht das Große betreten, ist schon klar. Jetzt aussteigen und Befehle geben und Erzraffinerien. Das soll der mal als erstes machen, ne? So, jetzt ist die Frage, wo waren Nachrichten? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo konnte man auch die Nachrichten abrufen, ne? Ja. Lass mal gerade hier noch checken. Missionsziel. Jetzt haben wir unseren Bergbaulaser. Ach, wir haben schon sowas abgebaut. Cool. Jetzt müssen wir das noch mal gucken, wann das passiert und wer das macht. Hat der das gerade hier gemacht, wo ich drinne war? Weiß ich nicht. Wo ist denn der jetzt unterwegs? Da. Ja, mal schauen. Neunundvierzig. 63 und er ist. Ah, er macht das jetzt. Ah, er wird Naonit suchen. Das ist ja auch keine schlechte Idee. Er hat Eisenerz und Titanerz da drin und das raffineriert er. Das würde bedeuten, wenn er das jetzt erledigt hat, haben wir gleich die Quest auch ein Stück weiter, ne? Okay. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Da haben wir noch ein Ziel eingegeben, was wir jetzt nicht unbedingt, glaube ich, wählen sollten. Ja, aber ich würde jetzt sagen, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Das ist noch nicht fertig, das dauert wohl einen Moment. Und dann können wir bei der nächsten Runde dann diesen Auftrag auch wahrscheinlich weitermachen. Ich weiß jetzt nicht, ob die 7,5 hier jetzt drinne waren oder ob das woanders ist. Das ist mir jetzt nicht so ganz bewusst, aber wir werden sehen. Ich denke mal, für die Runde soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, so wie der Thomas das immer macht und mir dann so klar zeigt, wo meine Grenzen sind. Und das ist natürlich alles prima, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Macht das ruhig weiter, Thomas. Dann werde ich es irgendwann mal lernen. Und ich hoffe, ich habe diese Folge ein bisschen was besser gemacht und hoffe, dass wir da in der nächsten Folge dann noch weiterkommen. Jetzt gucken wir da, ne? Ist der Laserauftrag da fertig? Jetzt lassen wir gerade noch reingucken. Jetzt nehmen wir noch uns die Zeit. Ja, ist hier keiner mehr da. Jetzt muss ich mir wahrscheinlich irgendwo das noch abholen, wa? Kaufe Güter von einem Händler. Also, das ist jetzt nicht mehr da. Habe ich das schon gekriegt jetzt? Das ist die Frage. Du hast eine neue E-Mail. Drücken wir mal. Wie ich sehe, hat alles wunderbar funktioniert. Es freut mich, dass du so gut. Ah, da sind sie. Alles klar. Dann kriegen wir die jetzt auch gleich hier alles annehmen. Dann haben wir die sogar gekriegt per E-Mail. Cool. Und dann haben wir diese Sache tatsächlich noch gelöst, Thomas. Gut, dann teilt das Video noch auf anderen Kanälen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.